Innerhalb der Kartsch-Gruppe sind wir 6 operative Recyclingbetriebe. Mit insgesamt 200 Mitarbeitern setzen wir dabei im Jahr ca. 160 Millionen Euro um. Das Interessante dabei, und darauf sind wir sehr stolz, nach neuesten Studien sparen wir damit mit dem, was wir jeden Tag tun, 1,1 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Wenn ich zurückgucke, ich glaube, die größte Herausforderung, bevor wir mit Resi AMCS gearbeitet haben, war das hier. Ja? Wir hatten alles analog. Es gab früher Auftragsbücher, das ist ein Originalauftragsbuch von meinem Vater. Da stand drin, welcher Kunde bekommt für welches Material, welchen Preis, an welchem Tag. Da gab es ein Buch für die Tourenplanung, für die Logistik. Es wurde alles 1:1 kommuniziert zu Kunden, zu Lieferanten, zu Fahrern logischerweise. Und das wäre heute undenkbar. Digitalisierung bedeutet heute einfach schnell zu sein, auf dem Punkt zu sein, Informationen dazu haben, wo man sie braucht und es eben optimal zu steuern mit bestmöglichen Prozessen, und das kriegen wir heute hin zum Wohle unserer Kunden. Recycling ist nicht hochkomplex, aber trotzdem sind viele komplexe Prozesse, die zusammenkommen und die gemanagt werden müssen. Ja, wir haben nicht nur eine Einkaufsseite und eine Verkaufsseite, wir haben Produktion, wir haben heute Logistik bei uns im Betrieb zu steuern, und dazu ist eben sehr wichtig, eine Software zu haben, die wir mit AMCS Resi jetzt im Einsatz haben, die einfach das Rundum-Paket bietet. Ja, das heißt, den Betrieb 360 Grad abbilden kann und in der Lage ist, mir als Geschäftsführer und den Verantwortlichen in den einzelnen Bereichen zu jedem Zeitpunkt einfach die Sicherheit zu geben, zu wissen, was läuft im Betrieb, warum läuft es so, wie kann man es besser machen, und das haben wir eigentlich geschafft. Wenn ich heute mit Leuten außerhalb unserer Branche spreche, dann haben die manchmal viele Fragezeichen im Gesicht, wenn es darum geht, wie könnt ihr überhaupt das handeln? Ihr habt ja kein einheitliches Produkt, Schrott sieht ja immer anders aus, die Preise schwanken jeden Tag, und da ist ja die Frage, wie geht man eigentlich mit dem Risiko um? Und ich kann mir heute nicht vorstellen, wie wir das alles handeln wollten, wenn wir nicht das ganze Kontraktmanagement, die Kontraktverwaltung, unsere Positionsführung, die Risiken, die monatlichen Preisanpassungen. Und das ist eigentlich nur möglich, wenn man hier alle Facetten des Metallhandels eigentlich in einem System abbilden kann, und das schafft AMCS Resi immer besser. Früher hat man, glaube ich, im Markt gesagt, ja, die Starken fressen die Schwachen. Heute würde ich eher sagen, die Schnellen fressen die Langsamen. Und um schnell zu sein, braucht man eben gut funktionierende Prozesse und eine Software dahinter, ja, die heute einfach die Intelligenz bringt, die man selber im Kopf so schnell gar nicht mehr verarbeiten kann. Ja, ich glaube, in Zukunft wird das Thema Digitalisierung, digitale Prozesse ein entscheidender Wettbewerbsvorteil werden. Ja, es ist heute schon, aber das wird überproportional steigen, und deswegen investieren wir auch weiter in Softwareprogramme, in den Ausbau von Prozessen, in die Optimierung von Prozessen, damit wir unseren Kunden auch zukünftig die bestmögliche Wertschöpfung bieten können. Wir bei Kartsch betreiben Recycling. Das heißt, jedes Jahr schlagen wir hier 240.000 Tonnen Stahlschrott um, das wieder in Stahlwerken eingesetzt wird, um neuen Stahl zu produzieren. Als Recyclingunternehmen haben wir sehr spezifische Prozesse, die wir in einer Softwarelösung dargestellt haben sollten. Wir müssen auf Umweltrecht achten, wir müssen auf Digitalisierung achten. Das sind die Themen, die uns gerade betreffen und die uns gerade sehr beschäftigen. Wieso sollte ich nicht auf den Marktführer setzen, der uns diese Lösungen bietet und uns immer up-to-date hält? Softwarelösungen von Resi AMCS nutzen wir nicht nur im Büro, sondern auch auf unserem Werksgelände. Hier wird das Material beim Wareneingang befundet mittels iGrading, sodass wir jederzeit wissen, was für Material es sich handelt, um auch entsprechende Reklamationen auszustellen. Oder auch das Kamerasystem, die während dem Wiegevorgang von vorne, hinten und oben fotografieren. Das heißt, ich kann zum einen meinen Kunden beweisen, dass der LKW ordentlich gewogen wurde. Zum zweiten kann ich auch nachvollziehen, welches Material in diesem LKW drin war, ob die Ausladung gepasst hat, ob die Qualität gepasst hat. Das sind alles Themen, die uns als Schrotthändler sehr interessieren und die uns sehr herangehen. Recycling ist Zukunft, und dazu braucht man einen guten Softwarepartner, und von dem her beide Daumen hoch, weiter so.